So, los geht es. Gerade habe ich von Albert Ruppelt hinten aus der Regie ein Zeichen bekommen, dass jetzt die Kameras an sind und die Mikros an sind. Und was machst du da gerade? Ist das ein Zeichen? Die Kamera ist an. Die Kamera ist an. Die andere Kamera ist nicht an. Ah, die andere Kamera ist auch an. Und ich wollte gerade noch meinem Gast erzählen, wie großartig ich es finde, dass die letzten Streams immer geklappt haben und dass das schon eine Bastelei war, so nach einem Jahr, und dass wir versuchen, irgendwie wir alle irgendwas Digitales zu machen und dass ich dieses Format so großartig finde, aber jedes Mal tausend Tode sterbe, ob es funktioniert oder nicht. Und dann kriege ich so eine Minute vorher zu hören, funktioniert nicht. Und dann denkt man wieder mal, ja, ich platze gleich. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Wer auch immer zugeschaltet haben mag oder sich das später anschaut. Neben mir sitzt jemand, wo ich mich am Anfang sicherlich nicht getraut habe, ihn einzuladen. Und endlich nach einem Jahr ist er da, weil ich letzte Woche mich getraut habe. Es ist einer schon der bekanntesten DJs hier in Münster. Er ist ganz, ganz lange schon, also seit ich einfach hier in Münster am Feiern bin, sehe ich Frank Rockmöller irgendwo als DJ auftauchen und vor allem auf der Metro-Party in der Sputnik-Halle und klar, so immer in der Metro. Und ja, er ist schon auf jeden Fall eine Koryphäe hier und ja, freut euch, dass er da ist. Frank Möller, hey! Ja, Hurra! vielen Dank für die Einladung erstmal. Schön, dass ich hier sein darf und wir plaudern einfach mal ein bisschen. Genau, ja, schön, dass du es vorhin auch sehr, sehr pünktlich. Also wir sind nicht pünktlich, aber normalerweise warst du vorhin super pünktlich und das ja, ist heute gar nicht so selbstverständlich gewesen. Du wohnst gar nicht eigentlich in Münster, sondern in Oss-Bevern oder so in der Nähe, ne? Genau, in Ostbevern, im ländlichen Ambiente. Weil du im Ländlichen wohnen willst und einfach ein bisschen Ruhe brauchst am Wochenende, oder? Genau, weil auch einfach irgendwann so war es nicht mehr so richtig attraktiv für mich, so jetzt in der Stadt zu wohnen, und bin dann einfach mal aufs Land gezogen und dachte, bin eh noch oft genug hier und wohnen und arbeiten quasi voneinander ein bisschen getrennt. So. Wie kommst du in die Stadt? Also dann ist das so Zug oder wie machst du das Mit dann? Zug und Fahrrad, genau. Ich habe kein Auto im Moment und dann muss das so irgendwie gehen. Eine Freundin von mir, die du auch, glaube ich, sehr gut kennst, arbeitet im Klingklang und einfach ist auch ewig schon ja, viel unterwegs und ist auch immer so im Ländlichen hier um Münster herum einfach gewesen. Und Jesse, kennst du, glaube ich, Jessica Schiemann. Und ich fand das immer toll und die hat immer tolle Hütten gehabt. So. Mir war das echt immer zu weit. So, ne? Also gerade, was die dann immer für Wege auf sich genommen hat, um irgendwie zu einer Party hinzukommen so, oder einen zu besuchen, da hat man sich dann eben zweimal überlegt, ob man nochmal in die Stadt geht. Ne? Ne, klar. Ne, man muss sich einfach irgendwann entscheiden, so wie möchte man leben, so wo möchte man morgens wach werden, und das sind dann einfach alles so Entscheidungen und. Ja, ich finde das total schön, glaube ich. Ich habe mich irgendwann für die Stadt entschieden, weil ich sowieso weiß, dass ich so ein. Sonst einfach, glaube ich, wahrscheinlich, wenn ich auf dem Land wohnen würde, wäre ich so faul, dann würde ich gar nicht mehr in die Stadt fahren. So, ne? Und so in der Stadt, wenn man dann erstmal da ist so, und dann nur so einen Fußweg braucht, dann, ja, dann ist es gut, dann ist es eben bequem. Ne? Wie bist du nach Münster gekommen? Also was war früher der Auslöser so? Ich habe ja bis 1995 in Düsseldorf gelebt, und da war dann irgendwann für mich klar, da war ich 27 und habe dann gedacht, so willst du jetzt hier noch länger bleiben? Da war dann auch so ein Punkt so erreicht, wo dann viele Szenen so ein bisschen so auseinanderbrachen, und dann kannte ich tatsächlich auch schon ein paar Leute in Münster und habe dann einfach irgendwann mal entschieden, ich breche mal in Düsseldorf die Zelte ab. Und die Entscheidung ist relativ leicht gefallen und habe mich in Münster auch recht schnell eingelebt, so würde ich mal sagen. Ja, wir hatten vorhin, also auch mit Albert hier zu dritt, noch so ein Gespräch, auch über Münster, wo ich dann auch sagte, dass ich das auch verwunderlich fand, dass eben ganz viele Gäste jetzt in der letzten Zeit auch hier waren, die eigentlich nicht aus dieser Stadt kommen und die dann irgendwie hier geblieben sind. Die sogar aus größeren, vielleicht auch für Künstler, dachte man vielleicht, spannenden Städte kommen so und irgendwie bleiben doch echt viele in Münster hängen. So, ne? Und deine Vermutung war ein bisschen auch Haverkamp oder so, dass das dieses Gelände auch so ein bisschen einen dann so da, ja, hier gelassen hatte. Ja, mich hat, wie gesagt, bevor ich noch nicht in Münster wohnte, aber schon mal hier zu Besuch war und den Haverkamp schon mal kennenlernen durfte, da war für mich schon klar, hier wirst du eines Tages mal arbeiten, als was auch immer. Es ist Wer dann war der das? DJ draus geworden. Das musste ungefähr ein Jahr.
vor dem Umzug gewesen sein, also 94, würde ich mal sagen. Da Haberkamp mal Samstagabend kennengelernt und mich in der Halle staunend umgeguckt und dachte so, boah, ey, hier, wenn du nach Münster ziehst, und eigentlich war die Entscheidung da schon gefallen, dann wirst du auch hier irgendwann mal arbeiten. Hat dann, als ich nach Münster zog, noch 2 Jahre gedauert, aber dann ist es tatsächlich der Haberkamp geworden. Ja, ich erinnere mich ganz, damals war da noch die Betonwerke und die hatten da diese riesengroßen Kaspar Hesse Betonröhren, meinst so, du? ne? Ja, Ja. genau. Und dann haben wir dann einfach, also morgens, wenn dann die Sonne aufging, hat man dann noch besoffen in diesen Röhren Verstecken gespielt oder Ich bin da auch mal von einem Staplerfahrer erwischt worden auf dem Gelände, weil mich das auch einfach mal interessiert hat. So, was machen die denn da die ganze Zeit? Und die fingen dann tatsächlich sonntags morgens da mit ihrer Schicht an und gucken dann ganz erstaunt, was macht der Typ denn hier bei uns auf dem Gelände? Und ja. Das war ein sehr, Ich sehr wurde dann spannendes aber Erlebnis. freundlich vom Gelände verwiesen und dann war alles in Ordnung so. Ja. Aber das, finde ich, kann man auch ganz gut in die Geschichte mit einflechten. So allein dieses abgefahrene Ambiente da vom Camp, das muss einen einfach ansprechen, wenn man dann auch noch in einer bestimmten Musikrichtung unterwegs ist. Also da kommt so eins zum anderen und ist ja ein Sammelbecken oder war es zumindest damals ein Sammelbecken für alle möglichen Freaks, die es ja in der Stadt hier auch noch gibt. So, also so bieder und seriös Münster vielleicht manchmal rüberkommt, aber der Haberkamp ist schon strange. Oder war er vielleicht mal? Ich kann es heutzutage nicht mehr so ganz beurteilen. Ja, hat sich einfach vielem da auch getan. Klar, natürlich, die Clubs sind größer geworden, einer wieder geschlossen. Aber nein, ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr spannendes Gelände, sondern und wo einfach Ja, und gute Sachen die passieren. Vielfalt der Clubs Ja. auf relativ kleinem Raum, die ist ja nach wie Ja. vor ja bundesweit ein Unikum. Also das. Ja, aber auch, dass dann eben noch Ateliers dort sind, noch ein Genau. paar Werkstätten einfach dazwischen, einfach noch da eben noch ein Tischler sitzt, ein Schrauber einfach da seine Werkstatt, gleichzeitig dann eine Kunsthalle dazwischen ist. So, ich glaube, dann macht es einfach Genau, so so diese Mischung so. Ne? dieser sehr sympathische Ja. Do-it-yourself-Gedanke, der ist halt immer noch da, so spürbar und sichtbar vor allem. Ja, ich kenne das auch, dass dann einfach viele einfach sehr verwundert sind, wenn sie dieses Gelände sehen, so, weil sie das einfach so in Münster nicht erwartet hätten. So, ne? Der Das Punkt ist ist so. ja immer der, wenn du mit Auswärtigen oder Leuten, die noch nicht in Münster waren, wenn du anfängst am Eingang des Hafens abbiegen kannst zum Richtung Hot Jazz Club und die ganzen Clubs, die relativ sauber rüberkommen, dann kommt die Lola auf der rechten Seite, dann die Halle Münsterland und dann kommst du auf einmal, du denkst, du bist irgendwo in einer Zeitmaschine gelandet und gehst auf einmal in so eine Gasse, wo alles so ein bisschen anders aussieht als so das Münster, was man sonst so kennt, so, ne? Ja, für mich ist das. Es gibt ja trotzdem noch so dieses andere Bild. Also ich weiß noch, wo ich hier so, also ich bin in Münster aufgewachsen und dann so in den 80ern, da gab es eben Haberkamp noch nicht. Und da gab es eben das Gleis 22 auch noch nicht, aber das Dip eben darüber so. Und da waren eben so ein paar Partys und dann gab es die Altstadt und das Odeon so als Club und klar, das Jofel. Aber da war Münster einfach auch noch anders. Also das Jip hatte schon was, aber es war irgendwie, Münster war schon Das Bier. wird mir immer von Einheimischen wie dir jetzt, die auch hier geboren sind, Ja. wurde mir das dann erzählt. Ja, und dann gab es mal das Grünhaus und wie toll. Und kennst du noch das alte Odeon? Und ich so, nee, kenne ich nicht, weil ich bin seit 95 erst hier und ab Februar 98 auch dann erst so im Nachtleben unterwegs gewesen. Und dann bist du irgendwann zum Plattenauflegen gekommen. Ja, das ist nach wie vor eine Geschichte, wenn man die so im Rückblick betrachtet, wo ich selber denke, so sag mal, wie warst du denn damals unterwegs? Wie hast du das hingekriegt, dass das geklappt hat? Und man muss dazu sagen, ich habe Germanistik, Publizistik studiert, habe dann angefangen hier in Münster für die WN und für das Gig-Magazin zu arbeiten. Und der damalige Chef des Gig-Magazins, Hubert Steinert, schöne Grüße, falls er zuhört oder zuguckt, und der hat in der Sputnikhalle freitags die Rockomania-Partys veranstaltet und suchte dann im Büro, als ich ihn irgendwas fragen wollte, redaktionelles, suchte er gerade am Telefon einen DJ-Nachfolger für die Freitagsveranstaltung. Und ich kriegte das mit einem Ohr, direkt gesagt, hier komm Hubert, Liste weg, ich mach das. Dann guckt er mich entgeistert an und sagte, ja warum soll ich mich denn für dich entscheiden, du hast das doch noch nie gemacht. Und dann habe ich halt alle Argumente, die mir einfielen, ja erstens, weil ich es kann, zweitens, weil ich bei LP arbeite, gut sortierter Plattenladen, ich habe eine Riesensammlung und ich habe Bock drauf und ich glaube, dass ich das kann. Ja, weiß ich noch nicht und ja okay, du kriegst drei Chancen und wenn es dann nicht klappt, dann kommt der nächste. Ja, und am zweiten Abend ist mir dann Bier übers Mischpult gelaufen und dann dachte ich schon, das war's mit der DJ-Karriere, aber es
mir wurde nochmal verziehen und ich habe dann die dritte Chance dann noch gekriegt und daraus wurde dann ein achtjähriger Resident-Job in Sputnikhalle als DJ. Und jetzt lebst du auch von der DJ-Arbeit? Ja, wie gesagt, vor Corona hat das wunderbar geklappt mit bis zu 100 Terminen so im Jahr und die jetzt so seit letzten März dann so nach und nach ist alles weggebrochen und muss man mal schauen, wie das so weitergeht. So. Und ich stelle mir das so, also ich kenne das Ganze jetzt nochmal auf unseren dritten Mann hier im Bunde, Albert zu sprechen zu kommen. Albert macht hier diese Trust and Wax Geschichten und das verfolge ich ja auch schon seit Jahren. Und gerade so als DJ hast du ja dann sowieso immer noch so diese diese Schwierigkeit, dass du einfach noch dich neu erklären musst oder so, dass du einfach sagen musst, hey, ich bin auch kulturschaffender Künstler oder so. Ne? Oder wie sieht es aus? War es für dich schwer, da jetzt einfach auch Hilfen zu bekommen? Das war jetzt bei der ersten Überbrückungshilfe nicht schwer. Da musste man ja auch einfach nur einen Antrag ausfüllen und das quasi sagen, in welchem Genre man tätig ist. Das hat wunderbar geklappt, aber jetzt so langsam sind die Reserven natürlich auch aufgebraucht und ich habe darüber hinaus, als ich noch nicht wusste, dass ich das überhaupt kriege, habe ich dann noch zwei Crowdfunding-Kampagnen ins Leben gerufen, die beide gut liefen und jetzt so allmählich wird es dann allerdings doch ein bisschen eng und so dieses, was du gerade angesprochen hast, sich der Politik oder von mir aus auch der Gesellschaft zu erklären, dass man ja was auch Sinnvolles macht, das ist natürlich nach wie vor da so, aber es muss ja auch für Leute nachvollziehbar sein, die jetzt nicht in dem Bereich tätig sind, aha, es gibt viele Kulturschaffende, die damit ihr Geld verdienen. Du machst gerade oder hast gerade mit dem Draußen-Magazin der Obdachlosenzeitung in Münster eine große Aktion gehabt. Also genau. Die ganzen Kulturschaffenden oder die ganze Gastronomie-Club-Szene Münsters. Ich hatte schon überall in der Stadt die Plakate gesehen, so auch das Cover von da draußen. So. Erzähl mal ein bisschen von dieser Aktion. Was genau? Ist in dem vorletzten Draußenheft ist das quasi erschienen. Oliver Brandt von da draußen hat mich darauf angesprochen, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Hat halt die Aktion mitbekommen und sagte, ich brauche einfach von ein paar Leuten aus der Szene, brauche ich ein ausführlicheres Statement. Und daraus sind 6 Seiten im Heft geworden. Und es war ja anfangs als, Alarmstufe Rot war, glaube ich, die Ruhrkampagne der Aktion und daraus ist dann, regional sind dann diese Kulturgesichter. Ja. 0251 in Münster von zweiter Heimat, Tourservice von Beli, der hat das in Münster ins Leben gerufen, hat alle möglichen Leute angehauen, ob sie ihr Gesicht dafür zur Verfügung stellen möchten und ja, die Resonanz war groß und darüber hinaus kam dann dieser Text in der Draußen noch zustande und jetzt mittlerweile sind wir auf Litfaßsäulen zu sehen und mal gucken, was noch draus wird. Ja, ich kannte viele Leute eben einfach so aus dem Nachtleben in Münster, dass sie eben im Nachtleben arbeiten, ob das jetzt der Mischer aus der Sputnikhalle ist oder die Frau, die Pizza in der Sputnikhalle verkauft. Genau. Das sind ja auch einfach, das ist das Spannende, finde ich, an dieser Aktion, jetzt eben nicht diese Aktion, nicht immer die Leute, die in der ersten Reihe stehen, so, ne? Weil das ist einfach, das sind so viele Leute, die im Veranstaltungsbereich arbeiten, so, ne? Und auch dann selbstständig dort arbeiten, so, und die gerade echt sauer werden. So, ne? Aber so war halt auch die Idee von Oliver, das im Heft mal abzubilden, weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ist auch egal, man kann es auch erzählen, da ist alles dabei, vom Toningenieur, von mir als DJ, ein Merchandiser ist dabei, eine Musikerin, Shanti als Catering-Mann, also irgendwie die Spannbreite der Jobs in der Kulturszene ist einfach groß. Oder wie du jetzt sagst, Mackie, die Pizza verkauft, gehört genauso dazu, hat genau die Wichtigkeit, die auch ein DJ da hat. Oder ein Tontechniker oder wer auch immer. Ja und das. Da hast du mal wieder. Ja, ich hab's verstanden. Workshop-Mikrofon halten mit Albert Ruppelt. Oh Mann. Dann vergesse ich immer, was ich gerade sagen wollte.
Nein, aber ich finde diese Aktion auch spannend, weil ich es einfach merke, dass es einfach so viele Leute gibt, so die gerade echt ja, denen die Decke auf den Kopf fällt, so die einfach den gerade einfach auch der Aufgabe fehlt oder so. Ne? Und manche haben dann noch Ideen oder die Möglichkeiten, vielleicht ein digitales Programm zu machen oder irgendwie sich da irgendwie was sich zu überlegen, so, aber viele ja, haben einfach auch nicht die Möglichkeiten und hängen einfach zu Hause und warten einfach, dass es vorbei ist. So, ne? Und da einfach keine. Das Schwierige ist, glaube ich, ob das jetzt. Also ich bin. Das Schwierige ist einfach, dass man nicht genau weiß, wie lange es dauern wird. Sondern sind wir jetzt im Frühjahr einfach, können wir dort einfach dann schon wieder anfangen, langsam zu planen oder im Sommer oder Herbst. Und das macht einfach einen so kribbelig. Ja. Das kann einen natürlich mürbe machen, muss es aber nicht. Ich habe einfach für mich entschieden, ich halte mein Gesicht weiter. Wenn wir Streams machen können, bin ich an Bord, weil ich auch einfach Bock dazu habe, das Format mal auszuprobieren. Und trotzdem fehlt natürlich so die Nähe wieder zu einem Publikum. So, also jetzt spätestens jetzt, der Punkt war bei mir schon früher erreicht, aber spätestens jetzt ist er erreicht, wo ich sagen würde, jetzt möchte ich auch mal ganz gerne wieder vor Leuten was machen, weil das ist ja der eine Punkt, dass hier so die Jobs wegbrechen oder die finanzielle Seite. Aber was ja auch ein wichtiger Punkt ist, ist, du hast dir das ja über Jahre als Leidenschaft deiner selbst, hast dich ja dafür bewusst entschieden, das zu tun. Und wenn das jetzt wegfällt, deine kreative Seite, die kommt ja völlig zu kurz. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt neben dieser finanziellen Seite natürlich. Ja, also ich kenne das eben hier. Ich habe ja hier in der Blackbox normalerweise meine Lesebühne. Klar, da sitzen jetzt einfach nicht so viele Leute wie bei dir tanzen und so, aber ich freue mich da über jeden irgendwie so, der da einmal im Monat kommt, sich und da meine Geschichtchen anhört. Und das fehlt mir sehr. Das ist so einfach so meine Bestätigung, die ich einfach auch Das ist ja brauche. das So. Ding. Ich würde es jetzt bei mir auch nicht an der Personenzahl festmachen, sondern man kann auch eine coole Party mit 5 Leuten feiern, wenn die total Bock haben. Ist das manchmal vielleicht sogar mehr wert als 100, wovon dann die Hälfte nur, euer halbherzig da rumsteht und nichts macht. Ja, es ist so ein bisschen die Anerkennung, die einem einfach, glaube ich, Genau. fehlt. So. Ja. Genau. Und da ist, ja, das hier wird natürlich klar, etwas schattiges Format. Aber du hast eben auch einen Stream, da habe ich mal reingeschaltet oder so. Und sorry, ich dachte wirklich, das wäre bei dir zu Hause oder so. Es sah aber auch sehr, du sahst ja sehr souverän aus. So. Keine Ahnung. Aber du hast das mit einer Agentur hier in Münster zusammen gemacht. Genau, mit der DJ-Bande, die Agentur von Michael Knüfer. Hallo, Michael. Der hat quasi in den Räumen an der Hammerstraße, hat er quasi die technischen Möglichkeiten und hat einen dann auch so ein bisschen an die Hand genommen, hat gesagt, pass mal auf, so und so habe ich das vor. Und aus dem Format Tanz vor 8, was er wirklich im Moment jeden Abend macht, also eine halbe Stunde von 7:30 bis 8, die läuft jeden Abend, wo ich dann gemerkt habe, ja, das ist ganz nett, aber ich könnte mir noch was anderes vorstellen. Was macht er da diese halbe Stunde? Da ist dann quasi jeden Abend ein anderer DJ, der sich kann selber seine Songs mitbringen, vorschlagen. Da und zu den Songs möchte ich gerne mich bewegen. Also der DJ wird dann auch gebeten, dass er dann auch bitte mittanzen soll. Da habe ich dann so gemerkt, ja, ist ganz nett, aber mir schwebt so ein anderes Format vor. Und daraus ist dann Can't Get No Sleep geworden, wo wir dann gesagt haben, wir möchten gerne ein Format anbieten, wo ja zu Songs einfach auch so ein bisschen Hintergrundwissen geboten wird. Zum Beispiel, was weiß ich, spontan jetzt, worum geht es denn bei Paradise City, bei Guns N' Roses oder keine Ahnung, wo ist denn das Hotel California, über das die Eagles singen? Einfach so ein bisschen mal die Songs so ein bisschen so durchleuchten und worüber singen die denn da überhaupt? Und das ist dann halt so eine ganz amüsante ganze Stunde dann auch geworden, im Unterschied zu dem anderen Format, haben wir dann einfach mal gesagt, wir machen eine ganze Stunde, dass man auch mal ein bisschen was erzählen kann. Also du kriegst so 8 Songs dann ungefähr in der Sendung unter und ja, eine Mischung aus Talk und Musik quasi so. Kannst du dir das vorstellen, auch später nochmal sowas zu machen? Ich meine, du hast ja auch auf jeden Fall Musikjournalismus-Erfahrung, so, ne? Und das ist Das, halt doch. klar, im Moment denkt man natürlich in viele Richtungen und vorstellen kann ich mir im Moment alles, vorstellen würden tue ich mir, dass das hoffentlich bald mal wieder losgeht. Aber ich glaube, wir sind da noch weit von entfernt. Und die nächste Frage ist ja auch, wie viele von den Clubs, die wir jetzt vorher hatten, vor Corona, wird es hinterher noch geben? So. Die Frage muss man sich ja auch mal stellen. Nicht alle werden durchhalten, denke ich mal. Und
Ob dann noch die DJs alle an Bord sind, die vorher an Bord waren, wird man auch sehen. Ich glaube, es sind gerade so die kleinen Clubs. So, ne? Also ich kenne das jetzt hier im Haus so vom Cubanova. Ja, gut, das ist ein Geschäftsmann hier, der hier die Gastronomie im Haus betreibt. So, der weiß sich, glaube ich, eine Zeit lang zu retten. So, aber er sagte auch mal, dass das nicht mehr lange gut geht. So, ne? Dass ich so, ohne dass ich jetzt da viele Zahlen da ausplaudere. Aber boah, wenn ich da so kleinere Eckläden sehe, so, die einfach wirklich ganz vom Bierumsatz leben, also, ich meine, das ist ja auch kein Außerhausverkauf oder kannst jetzt nicht irgendwelche Streaming-Spielchen machen oder so. Ja. Da wird es echt schwer. Das ist ja der Punkt, den ich auch eben sagte schon. Jeder hat natürlich im Moment von der kreativen Seite Ideen, das und das könnte ich machen, aber ob das dann das Geld abwirft, so, ne, was man jetzt auch braucht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist ja die andere Frage. Und ich glaube, du redest von Uli oder hast gerade von Uli geredet. Und genau. Ja, den kenne ich natürlich auch. Ne? Ja. Ja. Ja, ich bin einfach ganz froh, dass ich eben das hier so als, klar, wir sind jetzt so ein Laden irgendwie so, und es ist eben ganz schön, dass man da so ein bisschen so eine Stabilität hat oder so, aber so kleiner es wird irgendwie so, umso schwieriger wird es einfach auch oder so. Und ich war auch noch vor kurzem einfach ganz selbstständig und ja, bin einfach ganz froh, dass ich das jetzt nicht mehr bin, dass ich jetzt so eine kleine Stelle habe, die mich noch rettet. So, ne? Aber es fällt dann echt so, ja, was ich vorhin schon mal meinte, das ist so ein kleines Sterben auf Raten, so, ne? Ich weiß nicht, wie viele Monate es noch gut geht, so, ne? Und ja, es ist dann manchmal ein bisschen schwer, optimistisch zu sein, so, ne? Weil dann viele hier sitzen und sagen, ey, boah, red doch nicht immer über dieses Thema und aber ja, das ist schwer. Leicht gesagt, ja. Aber wie wir uns jeden, also wir Künstler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie wir uns jeden Tag motivieren, das machen sich manche Leute vielleicht gar keine Vorstellung, ne? Ja. Und da fand ich dann jetzt im Zuge dieser beiden Crowdfunding-Geschichten, das war einfach ein total tolles Feedback, das die Leute gegeben haben, die ich dann teilweise auch angetextet habe, wenn ich gesehen habe, da ist was eingegangen auf meinem Konto, ja. Ich dann auch einfach gesagt habe, ey, vielen, vielen Dank, und dann direkt als Antwort zurückkriegte, ey Frank, ist doch selbstverständlich, du hast jahrelang was für uns getan, was uns unterhalten, entertained, was auch immer, und uns einen schönen Abend bereitet. Jetzt geben wir dir was zurück. Ja. Also das Feedback war ganz, ganz toll. Und nochmal danke an alle da draußen, die das möglich gemacht haben, ja, mit den Spenden. Also jeder Einzelne hat da geholfen. Ja, aber es ist eben dann natürlich auch so, dass man irgendwann, also was jetzt eben auch viele schon erzählt haben, ist, dass sie so im Frühjahr, Sommer letzten Jahres, natürlich, dann gab es so diese spontane erste Hilfe so, und ja, da war eben auch, jedes Hashtag hat sich einfach auch mit der Kulturszene noch ein bisschen beschäftigt so, und also ich sage nicht, dass wir jetzt unsichtbar geworden sind, aber ja, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, so, dann habe ich das Gefühl, und es ist auch, die Leute, eine Kollegin, die hier so ein bisschen die Presse macht, meinte so, das ist einfach viel schwieriger, die Leute auch für irgendwas jetzt zu begeistern oder so, ne? Weil es war einfach eine Zeit lang, so hat jeder einen Stream gemacht, ein neues Format einfach gemacht, so, und alle waren neugierig, aber jetzt so mittlerweile hat sich eben so eine Decke über alles gelegt, und da kommt noch der Schnee oben drauf und alle warten einfach nur darauf, dass es jetzt wieder ein bisschen Lebendigkeit irgendwie passiert. So ist mein Gefühl. Ist natürlich irgendwo auch eine nachvollziehbare Reaktion so der Leute, dass sie einfach sagen, oder jetzt, man muss bei sich selber auch einfach mal gucken, jetzt im März ist das ein Jahr her, dass man seinen letzten regulären Job gemacht hat, und ist ja klar, dass sich das dann irgendwann so ein bisschen abnutzt vielleicht, oder dass die Leute sagen, naja, ist halt so, wie es ist, oder so eine gewisse Gefälligkeit da vielleicht auch mit reinkommen. Und ein Grund mehr aber dann zu sagen, so als DJ, ich gucke jetzt mal, dass ich am Ball bleibe, wenn es auch durch Streams ist, die mir jetzt nicht unbedingt viel Kohle bringen oder gar keine, trotzdem mein Gesicht bleibt irgendwie bestehen oder als Bestandteil dieser Szene, dass die Leute hinterher dann sagen, wenn es losgeht, ah ja, der war ja die ganze Zeit dabei, also so würde ich es einfach mal jetzt optimistisch betrachten. Und ob das jetzt alles was bringt oder auch mit den Aktionen hier da draußen. Ich finde es einfach wichtig, dass man sieht, aha, die Leute sind betroffen. Das weiß ja im Grunde sowieso jeder, der weiß, was man macht, dass das ein wackeliges Geschäft ist. Aber
dazu sagen dann, okay, wir sind da, wir beißen jetzt mal die Zähne zusammen, gucken, wie lange es gut geht, hoffen, dass es irgendwann wieder sich normalisiert und wir wieder von unseren Jobs, die wir vorgemacht haben, auch wieder leben können. Das muss man einfach sehen. Ja. Ich glaube, es kommt irgendwie was Neues hinzu. Also ich könnte mir einfach vorstellen, ich meine, du weißt das ja auch bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel als größte Veranstaltung diesen Poetry Slam, den ich hier in Münster mache, und das lebte einfach auch ein bisschen immer davon, dass so immer die neuen Studenten-Szenen, die in Münster auftauchten, sich das dann angeschaut haben, so waren dann so ein, zwei Semester dabei und dann kamen die nächsten nach. So. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass so ein Format sehr, sehr schwer haben wird, da überhaupt wieder da anknüpfen zu können, wo es stehen geblieben ist. So, ne? Also es wird dauern, auf jeden Fall. Da bin ich fest von überzeugt. Wäre natürlich auch schön, man findet irgendwie so eine Mischung aus dem, was man vorgemacht hat, vielleicht 70% und 30% vielleicht was völlig Neues, was sich jetzt vielleicht im Laufe von Corona so bei einem ergeben hat. Vielleicht wird man auch irgendwann mit den Streams mehr Geld verdienen können, man weiß es ja alles nicht so genau. Und steht und fällt natürlich auch damit, wie lang das jetzt alles noch läuft, wie das weitergeht und wann die Clubs möglicherweise wieder werden aufmachen können. Wir hatten jetzt im letzten Jahr, gab es ja sogar so ein paar Formate auch in Münster, wo wir nach dem ersten Lockdown in der Hafenkäserei zum Beispiel, gab es ein Format, die haben 100 Tage lang Kunst und Kultur, überwiegend Musik geboten, haben auch DJs, unter anderem auch mich, eingeladen. Ich habe da dreimal aufgelegt in den 100 Tagen und alles unter den Abstands- und Sicherheits- und Hygieneregeln, und war anders und fremdartig erstmal, aber es hat funktioniert. Die Leute hatten auch einfach Bock, so, ey, da ist einer, der, wir können jetzt vielleicht nicht unbedingt tanzen, aber wir hören wenigstens die Musik mal wieder. So. Sind den Typen vielleicht auch dann da auf der Bühne mal wieder auch lang nicht gesehen und also Sachen so. Hm. Und im Hot Jazz Club haben wir das auch gemacht, dann hinter einer, wir haben es immer Spuckscheibe genannt, war einfach, strange erstmal für uns, die Leute durch so eine Plastikscheibe zu sehen, sonst immer direkt vor einem am Tanzen, aber es ist einfach, es bringt die Zeit mit sich und man muss vielleicht einfach sich da dran gewöhnen. So. Ja, so ein kleiner Schritt erstmal wieder. Mhm. So. Ja, ich bin gespannt. Und klar, also ich sehe es genauso, das ist einfach, es wird so hybride neue Events geben, so, ne? Ein bisschen digital, ein bisschen mit Publikum. Ich habe so gerade das Gefühl, dass, also wenn du jetzt auch erzählst, so, dass du mehr über die Musik redest, so, dann hat mir gerade irgendwie eine Bekannte diese neue App da, Clubhouse, zugesendet oder so, wo einfach die ganze Zeit gelabert wird über irgendwas. So. Dann fange ich hier mit meinem Gaffeeklatsch an zu labern. So. Also gerade habe ich fangen, also alle haben gerade so das Bedürfnis zu sprechen und zu erzählen. So. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, aber wenn es die Mischung vielleicht dann auch mit Musik zusammen ist, warum ich find nicht? Das spannend, und, so. Ja. Kann man ja machen. Ja. Machst du dein Format nochmal jetzt? Genau, das ist jetzt geplant wieder für nächsten Donnerstag. Da sind wir jetzt aber noch nicht ganz mit durch, was das thematisch wird. Also das ist auch immer relativ spontan. Ich überlege mir dann immer irgendwas, was machst du denn? Ich habe dann mal irgendwann in die Runde geworfen, ich würde gerne das Format als Untertitel, also Can't Get No Sleep ist immer der Überbau und dann gibt es so ein Unterthema und da habe ich jetzt die Grenzgänger mir so überlegt. Einfach Bands, Künstler, die aus welchen Gründen auch immer stilistisch Grenzen überschreiten. So. Einfach mal über Tellerränder gucken und da gibt es dann auch immer interessante Geschichten zu erzählen. Hast zu den zu Hause, also ich stelle mir dein Zuhause so als einen Bauernhof vor mit einer riesengroßen Plattensammlung irgendwie hinter. Die obere Etage ist voll mit, ich weiß nicht, 4000 CDs und keine Ahnung, wie viele LPs, nicht mehr ganz so viele, aber ja, das ist so ein Musikzimmer. Und wenn du dann so ein Thema hast, dann schließt du dich dann Wochenende ein und guckst oder improvisierst du halt dort? Meistens geht das mit dem Thema recht schnell. Man muss dann einfach sich überlegen, welche Songs sind denn vielleicht auch, sind dann nicht immer die Songs,
spannend, die man selber so vielleicht unbedingt denkt, die spannend sind, sondern die dann vielleicht auch jemand, der nicht so im Thema ist wie man selber, der das dann auch verstehen muss, warum ist denn der Song so interessant? Und dann steht und fällt es natürlich damit, was man dazu erzählt. Ja, ich schalte auf jeden Fall jetzt mal hin. Ich werde unter dem YouTube Stream nochmal den Link dazu. Denn wo findet man das am besten? Über deine Facebook-Seite oder? Über die Facebook-Seite, da wird immer auf die Veranstaltung hingewiesen. Ansonsten über die DJ-Bande. Ja. www.djbande. Guck, ich werde ich da irgendwie eintragen. So. Und erinnert mich ein bisschen daran, ich bin früher in meiner Studiezeit in Münster Taxi gefahren und ich habe immer einmal die Woche Klaus 4 gehört. Und der hat genau. Immer irgendwie so eine Stunde Sendung zu einem Thema. So, ne? Das war im Hinterkopf, also ich kenne Klaus auch um ein paar Ecken, aber noch weiter zurück. John Peel hat auch immer in seinen Sendungen, hat immer fantastische, aberwitzige, ganz weit weg vom Thema war er dann auf einmal, um dann im nächsten Moment wieder ganz nah dran zu sein. Und dann hat er die Brücke geschlagen zu dem Song und dann war klar, jo, darum hat er so weit ausgeholt. Aber Klaus 4, auch sehr gutes Beispiel. Ja. Geil, werde ich mir auf jeden Fall anhören. So. Ja, sehr gerne. Hey, ich danke dir, dass du da warst. So, und, danke nochmal für die Einladung. Ja, und wir haben das vorhin gar nicht mal so gesagt. Ich glaube, wir laufen uns seit Jahren irgendwie in dieser Stadt unterwegs so und heute haben wir uns das erste Mal kennengelernt. So. Sehr, sehr schön. Dich sehr schön. Hat mir auch großen Zeit. Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und dann der Albert. We'll be right back.